Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. So, neue Woche, neues Video. Apropos neue Woche, was haben Sie eigentlich am Wochenende gemacht? Ja, also ich habe Gleichungssysteme gesucht. Gleichungssysteme? Ja, und eins gefunden? Ich habe eins gefunden und was für ein schönes. Ich verrate nicht wo, das ist meine Sache. Ah, das Sonst hier. Sonst wildern Sie in meinem Gebiet, was Gleichungssysteme angeht. Auf jeden Fall habe ich das hier mitgebracht. Einmal in normaler, einmal in Matrix-Schreibweise. Muss ich das jetzt lösen? Das müssen Sie jetzt lösen. Von Hand? Nee, GTR. Ah, ist dann okay. Nehme ich mal mein GTR. Ihr erinnert euch ja auch noch, Gleichungssystem ganz einfach im Equations-Menü eingeben, drei Unbekannte und dann kann man das Ganze lösen. Oh, mathematischer Fehler. Ja, ihr seht hier das Ganze, was beim Herrn Fähnrich passiert ist, irgendwie stimmt da was nicht. Also, ich sehe schon, das ist nichts geworden. Aber ich sehe, Sie haben ja auch ein Gleichungssystem mitgebracht. Ja, ich habe hier auch ein Gleichungssystem rausgefunden, jedes Mal für Sie zum Lösen. Na, dann versuche ich mich da mal dran, hm? Von Hand. Also. Von Hand. Nein. Ach, Sie okay, per GTR, ich per GTR. Nur weil Sie das hier nicht richtig eingeben können. Okay, ich mache mal. Dann tippen Sie mal ein. Oh, viel besser. Oh, mathematischer Fehler. Auch ein mathematischer Fehler. Was machen wir denn da? Also irgendwie, wir haben die richtig eingegeben. Ihr könnt es auch mal gerne bei euren GTRs probieren. Diese beiden Gleichungssysteme. Der GTR sagt nicht warum, er sagt nur mathematischer Fehler. Wir wollen heute rausfinden, warum. Dann gucken wir mal, wie weit wir von Hand kommen. Probieren wir mal, sie von Hand ein bisschen auszurechnen. Könnt ihr ja auch probieren. Wir zeigen es euch mal, wie sie dann von Hand aufgelöst in Stufenform einfacher aussehen. Und zwar in 3, 2, 1. So, wir haben sie jetzt mal von Hand direkt ausgerechnet. Ich hoffe, ihr kam auf selbe Ergebnis. Und wir sehen hier direkt, warum hier ein mathematischer Fehler war. Denn wichtig ist, die unterste Zeile, also 0x3 ist 4 oder in Matrixform 0 und 4, was auch so viel heißt wie 0x3 gleich 4. Egal, was wir hier für x3 einsetzen, zum Beispiel 1, 0 mal 1 bleibt immer noch 0. Wenn wir 2 einsetzen, 0 mal 2 ist immer noch 0. Egal, was wir einsetzen, mal 0, kommt immer 0 raus und nie 4. Deswegen gibt es hier keine Lösung. Und Herr Thein, wie ist es bei Ihren da unten? Schauen wir uns das mal an. Letzte Zeile, 0x3 ist gleich 0. Jetzt überlegen wir mal, was müssen wir hier für x3 einsetzen? Wenn ich 1 einsetze, 0 mal 1 gleich 0, stimmt. Wenn ich 2 einsetze, 0 mal 2 gleich 0, stimmt. Wenn ich 3 einsetze, 4 einsetze, 5 einsetze, 6 einsetze und so weiter und so fort. Mit jeder Zahl, egal was ich für x3 einsetze, ich kann das untere füllen. Und je nachdem, was ich für x3 nehme, bekomme ich ein entsprechendes x2 und ein entsprechendes x1. Das heißt, dieses LGS hier hat aufgrund dessen, was hier unten steht, unendlich viele Lösungen. Das bedeutet, zusätzlich zu dem, was wir bisher kannten, dass wir bei einem LGS ein x2, ein x3 und ein x1 rauskriegen, also eine Lösung, haben wir jetzt den Fall, dass es keine Lösung gibt und dass es unendlich viele Lösungen gibt. Und das schreiben wir jetzt noch auf. So, der Satz dieses Mal ist kurz. Ein lineares Gleichungssystem hat entweder genau eine Lösung, keine Lösung oder unendlich viele Lösungen. So, wir kommen zu einer ersten Aufgabe. Wir haben drei lineare Gleichungssysteme und das heißt, bestimme die Lösungsmenge. Das bedeutet für euch, wer möchte, die einmal wirklich von Hand, nicht mit dem GTR, von Hand schön auf die Treppenform bringt, also den Gauss-Algorithmus komplett anwenden. Auf die Stufenform, meinte ich. Stufenform, richtig, Stufenform, Treppenform, so ein Quatsch. Und dann versucht mal, in allen dreien die Lösungsmenge angeben zu können. Wir verraten schon mal, es wird 1 sein, das hat so wie bisher eine Lösung. Es wird 1 geben, das hat keine Lösung. Und es wird 1 geben mit unendlich vielen Lösungen. Und jetzt habt ihr die Treppenform, Stufenform oft genug gesehen und könnt mal loslegen. Die Lösung gibt es dann in 3, 2, 1. So, hier sind die Lösungen von allen drei Aufgaben. Wir gehen es zusammen durch. Wir haben uns jetzt die Zwischenschritte gespart. Was hier steht, wäre das, was rauskommt, wenn ihr Gauss ganz normal anwendet. Und dann habt ihr unten als Lösung, ich meine, das habt ihr ja schon oft gemacht, wieder 1, minus 1 und 3. Bedenkt dabei die runden Klammern in der Lösungsmenge unten. Genau, also der erste Fall war so, wie wir es schon die ganzen letzten Stunden kannten. Jetzt zum zweiten kommt das hier raus. Und wir sehen, es ist nicht das, was wir vorhin hatten, dass unten in der untersten Zeile stand 0 gleich 4. Nein, hier in der untersten Zeile könnten wir x3 genau lösen. x3 wäre hier nämlich minus 2. Minus 2, genau. Ja. Aber da es oben eine Gleichung gibt, für die es keine Lösung gibt, 0 ist 4, das ist einfach unwahr, das stimmt nicht, das ist ein Widerspruch.
kriegen wir hier keine Lösung. Schreibt man so auf, Lösungsmenge ist gleich die geschwungenen Klammern und das Ganze bleibt leer. Es gibt keine Lösung. Eine leere Menge. Natürlich könnte es sein, je nachdem, wie man jetzt hier oben den Gauss-Algorithmus anwendet und wenn man doch irgendwas anderes dazu zählt, dass vielleicht das 0 ist gleich irgendwas auch an einer anderen Zeile steht. Aber sobald irgendwo steht, 0 ist gleich und eine Zahl, wisst ihr, es ist das hier. Es könnte auch sein, 2 gleich 4, halt eine Gleichung, die nicht stimmt. Ja. Okay, das dritte LGS führt uns darauf, dass in einer Zeile 0 gleich 0 steht. Für den Fall haben wir vorhin schon gesagt, dann gibt es unendlich viele Lösungen. Da können wir aber leider noch nicht Schluss machen, denn es gibt eine Möglichkeit, diese unendlich vielen Lösungen auch als Lösungsmenge anzugeben. Denn wir können ja unser x3 frei wählen jetzt. Und dann sagen wir einfach mal, unser x3 ist t. T ist eine Variable, die wir frei wählen können. Und zwar frei wählen heißt, dieses t ist aus dem Zahlenraum der reellen Zahlen. Das heißt, müssen wir hinten dran noch schreiben, t ist Element von R. Das könnte auch ein Halb sein oder ein Viertel. Und die Frage ist jetzt sozusagen, warum können wir das machen? Naja, die dritte Zeile verrät uns normalerweise, was unser x3 ist. Hier steht 0 ist gleich 0. Egal, was wir für x3 nehmen, 0 ist gleich 0 bleibt bestehen. Das heißt, x3 dürfen wir frei wählen. Nur die anderen, nämlich x2 und x1, werden dann in Abhängigkeit sein von diesem frei gewählten x3. Und das macht ihr jetzt bitte mal. Wenn x3 t ist, bestimmt mal x2 und x1 in Abhängigkeit von t. Und dann haben wir wieder eine Lösung, so wie vorhin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, für x2 ergibt sich 1 plus 2t, für x1 2 plus t. Das heißt, wir können hier wieder eine Lösungsmenge aufschreiben, so wie hier drüben auch. Nur, dass jetzt hier eben nicht Zahlen des Ergebnisses sind, sondern eben Zahlen plus Variablen. Und nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir würden t frei wählen mit 1. Dann wäre die Lösungsmenge 3, 3, 1. Würden wir T 5 wählen? Wäre die Lösungsmenge 7, 11, 5. Richtig. Und so gibt es unendlich viele Lösungen. Und das schreibt ihr in Zukunft bitte so auf, falls euch eine Zeile so begegnet. Aufgabe 2. Oh, na gucken Sie mal. Das sind unsere beiden... Das sind sie wieder, die LGS vom Anfang, die wir so schön gesucht und gefunden haben. Mann, 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 wir konnten sie aber damals nicht richtig lösen, zumindest weil nicht mit dem GTR. Die aber Funktion mit dem GTR ging nicht, die wir da benutzt haben, die Equation. Es gibt aber eine neue Funktion, eine RREF-Funktion, die zeigen wir euch mal. Und dieses Mal nicht im Equation-Menü, sondern im Run-Menü, also im ersten, das ganz normale Rechenmenü. Genau, und da müssen wir die Matrix erstmal eingeben. Deswegen gehen wir auf F3, da steht schon Matrix, auch bei euch auf dem GTR. Dann wählen wir mit Excel, dass wir die Matrix A eingeben wollen. Und jetzt Dimension, da müssen wir jetzt eingeben, wie viele Zeilen und wie viele Spalten. Also 3 Zeilen. Das wäre M. Und 4 Spalten. Genau. Und da teilen sie alle ein. So, danach gehen wir auf Exit. Die Matrix haben wir eingegeben, das reicht. Exit. Genau, nochmal auf Exit. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir erstmal diesen Funktionstyp RREF finden, der uns die Stufenform von der Matrix macht. Das war Option. Dann auf Mat gehen für Matrix 2. Dann eins nach rechts gehen, F6. Und dann RREF, nicht verwechseln mit REF nebendran, wirklich RREF. So, und jetzt müssen wir noch die Matrix auswählen. Das geht mit Shift 2 für Matrix. Jetzt noch das A, also Alpha. Und dann das A ist genau darunter und dann haben wir es. Und der Befehl heißt jetzt eben, man soll diese Matrix A weiterverarbeiten und zwar in folgender Art und Weise. Auf Stufenform, da haben wir sie schon. Und unsere letzte Zeile, in der sehen wir, dass da steht wieder 0x3 gleich 1. Diese komplette Matrixform, Stufenform, übernehmt ihr dann auch bitte dann ins Heft, schreibt einfach in GTR und dann direkt die vereinfachte in Stufenform. So, und ihr seht auch, der GTR macht wirklich eine ganz vereinfachte Stufenform. Da ist sie schon so einfach wie möglich, hier sogar nur mit Einsen. Aber wir sehen trotzdem in der dritten Zeile, 0x3 ist 1. Also hier gibt es keine Lösung, wie am Anfang auch gesehen. Also die Lösungsmenge ist leer. Gut. Bei der zweiten Aufgabe könnt ihr es mal selber im Taschenrechner versuchen. Wir zeigen euch gleich die vereinfachte Stufenform mit dem GTR. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie man es eingibt, schaut euch gerade nochmal an, wie wir es für die erste Aufgabe gemacht haben, die einzelnen Schritte, und dann probiert es mal. So, wir haben es mit dem GTR gelöst. Ihr seht rechts auch noch mit dem GTR. Wir haben es wieder aufgeschrieben und sehen hier in der letzten Zeile 0x3 gleich 0.
Das heißt, wir haben wieder unendlich viele Lösungen und können x3 gleich t wählen. T ist übrigens wieder aus den reellen Zahlen, das schreiben wir auch noch dazu. Genau. Gerade vergessen. Wichtig, ihr seht schon, der Herr Thein hat bei dem T jetzt immer so einen kleinen Haken hinten unten dran gemacht. Und das ist einfach, weil man das T oft mit einem Plus verwechselt. Versuchen wir uns anzugewöhnen, ihr bitte auch. Immer so diesen Schwung direkt machen beim T, nicht vergessen, ihr werdet es später mal bereuen, wenn ihr ein Plus und ein T verwechselt. Deswegen angewöhnen, wir versuchen auch es durchzuhalten. Vor allem, wenn wir ein T und ein Plus bei euch in der Klausur verwechseln und euch einen Punkt dafür abziehen müssen, das wäre blöd. Ja. Okay, T wieder eingesetzt, x2 und x1. Und als Lösungsmenge haben wir dann 2 minus t, 2 plus 2t und t, also unendlich viele Lösungen. Gut, ihr seht, wir haben dieses Mal direkt aus der Matrix-Schreibweise gearbeitet. Wer da noch ein bisschen Schwierigkeit hat, das umzudenken sozusagen auf dieses andere mit den x3 direkt, das ruhig ein bisschen trainieren oder euch jetzt hier daneben mal am Rand vielleicht noch hinschreiben, wie sähe das Ganze aus, wenn wir es direkt hinschreiben würden mit den x3 und so weiter. Aber schaut, dass ihr bei beiden sicher werdet, denn ihr seht, auch diejenigen, die bisher nicht so die Matrix-Schreibweise benutzen wollten, wenn der GTR uns das ausgibt, müssen wir es halt auch deuten können. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.